Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem kleinen YouTube-Kanal der Blaulicht- und Oldtimer-Freunde Märkisch Oderland mit Sitz in Eckersdorf bei Strausberg. Ja, liebe Freunde, lange nichts mehr von uns gehört. Wird langsam wieder Zeit, dass wir mal ein kleines Filmchen machen. Ja, letzte war über die Schwalbe gewesen, die wir euch vorgestellt hatten als unser letztes Projekt. Aber wir haben schon wieder was Neues. Steht hier neben mir, diesmal im Freiluftstudio, muss ich leider sagen. Ja, wir haben drüben in der Sammlung keinen Platz mehr, wir müssen erst Platz schaffen. Da steht noch ein Robotron-Computer, ein A5120. Ja, der hat auch seine Mucken und Macken. Und wir haben wunderschön geschenkt bekommen, neben dem A5120 und noch ein PC1715, hier diesen wunderschönen Robotron CM1910. Ja, wunderschöne Teil. Die eigentliche Bezeichnung von dem Ding ist eigentlich Robotron A7150. Wir haben dazu auch so eine kleine Präsentation gemacht, warum der auf immer denn CM bzw. SM hieß. Ja, also SM hat nichts mit Sadomaso oder so zu tun. Nee, das ist die allgemeine Bezeichnung. Ja, bevor wir dazu kommen, würde ich vorschlagen, kicken wir uns erstmal so eine kleine Einführung an, die wir erstellt haben, damit man überhaupt weiß, worum es so im Einzelnen geht. Ja, ist ein bisschen langatmig. Wir haben es auch nicht geschafft, die ganzen 500 Seiten, die uns zur Verfügung stehen, in möglichst eine kurze, gepresste Form irgendwie hinzukriegen. Ich hoffe, dass wir nicht allzu viel vergessen haben oder zu viel Quatsch geschrieben haben, aber könnt ihr selber beurteilen. We'll be right back.
So, ich hoffe, dass wir euch bis dahin nicht allzu doll gelangweilt habt und ihr gleich abschaltet, sondern ein bisschen dran bleibt am Bildschirm. Ja, das Schöne ist natürlich, wir haben zu diesem Gerät, hatten wir ja in der Einführung geschrieben, ist ein 16-Bit-Computer, hat ein bisschen anderes System wie die bereits vorgestellten Computer, unsere 8-Bit-Computer hier, der 1715, der BIC 5105, der KC853. Ja, wie gesagt, das ist ein 16-Bit-Rechner und das Besondere, der hat eine Festplatte drin. Haben die anderen nicht. Ja, zum Aufbau kommen wir noch, was da im Einzelnen ist, aber wir freuen uns immer, wir haben so ja ein Buch dazu gekriegt. Ja, also praktisch wie so eine Anleitung für Einsteiger, original noch DDR. Riecht so ja noch ein bisschen muffig, aber es ist ja halt, das ist ja gerade das Schöne. Ja, so eine Originalliteratur. Ich meine, man kann natürlich auch das, was man nicht mehr kriegt, ausdrucken. Ja, wunderschön, haben wir uns hier so ein bisschen eingeheftet. Da haben wir unter anderem eine Anleitung über das Betriebssystem DCP 1700. Ja, haben wir uns ausgedruckt, damit wir wenigstens mal so im Groben wissen, was überhaupt mit dem Ding ist. Ja, ja, als wir das Teil hier gekriegt haben, war die Freude groß. Alle Duffy-Boot eingeschaltet. Ja, und dann kam es. Wir mussten ein bisschen rummokeln, also Icke, trag die Schuld alleine, und wollten die Festplatte, diese 20 Megabyte, ein bisschen partitionieren, also aufteilen, sodass wir noch ins Medit-Betriebssystem aufkriegen. Aktuell ist jetzt hier drauf das DCP 3.3 und wir wollten noch diese SCP 1700 wollten wir mit drauf haben, warum auch immer. Ja, irgendwo ein Fehler gemacht. Das Problem ist, es gibt dort ein spezielles Programm, Winch, M-Winch nennt sich das. Ja, man kann auch nur dieses Programm verwenden, um die Festplatten hier zu formatieren. Ja, auf jeden Fall zeichnet uns das auf immer an, 1023 Zylinder, 0 Köpfe, es ging nichts mehr. Ben war dicke gewesen, aber es gab im Robotron-Forum wieder mal große Hilfe und hier geht unser Dank natürlich an den Stefan. Ganz herzlichen Dank. Ja, viele Grüße. Ganz großes Kino. Der hat uns hier wirklich, wir haben uns das so ja ausgedruckt, diese ganzen Codes und was das alles hier so ist. Ja, wie gesagt, es sind mehrere Seiten. Ich habe hier wirklich, ich will es nicht übertreiben, den ganzen Tag gesessen, um das alles einzugeben, Stück für Stück und so weiter und so fort. Ja, war eine schwierige Operation. Zweite Operation, die wir hatten, die Floppy-Laufwerke hier, die haben nicht so richtig funktioniert. Ich packe mal hier um den Schnatter ein bisschen zur Seite. So, dann sieht man das besser. Also hier die beiden Diskettenlaufwerke haben beim Selbsttest, zeige ich euch auch noch, was das ist, immer angezeigt. No go. Also hätten sie jetzt bloß angezeigt, no ready, das wäre nicht so schlimm gewesen. Einfach Diskette drin, beim Booten hochfahren, hätten sie angezeigt. Ready, ja, oder go hätten sie angezeigt. Ja, also nicht ready, sondern nur go. Dann wäre alles in Sack und Tüten gewesen, alt ja schick, aber die Behen wollten überhaupt nicht. Ja, haben wir gedacht, gut, Mensch, hauen wir den ganzen Schnatterratsch hier auseinander. Kann ja beim Transport ein Kabel abgegangen sein oder sonst irgendwas. Nee, war das nicht. Gut, die Platinen ausgebaut, auch wieder zum Stefan geschickt, der hat die Dinger durchgemessen. Nach einer Woche zurück, eingebaut, super, funktionierte. Dann kam natürlich unsere tolle Idee mit der Festplatte. Aber auch da haben wir Hilfe im Robotron-Forum, sind wir wirklich ganz stolz darauf, dass wir euch kennenlernen dürfen und dass er uns hier so super unterstützt. Ist ja nicht bloß bei dem. Beim BIC haben sie uns unterstützt, beim 1715 haben sie uns unterstützt. Wie gesagt, also ganz große Kino und nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und kicken uns mal
So, da sind wir wieder. Ich habe natürlich erstmal meinen Adonis-Körper hier so ein bisschen aus dem Bild genommen, damit er überhaupt was sieht. Ist natürlich ein bisschen tricky. Ich habe jetzt versucht, mal die bestmöglichste Einstellung zu machen von dem Ding. Da der Monitor ist ja ein Röhrenmonitor, ja, original Robotron, eine gewisse Anlaufzeit braucht, warm werdende Röhre muss ja aufgeheizt werden und so weiter und so fort, habe ich das Ding mal schon eingeschaltet. Ebenfalls den Computer, weil der Einschaltknopf ist natürlich an der Rückseite und ja, etwas schwer zu bedienen. Aber man sieht schon, es funktioniert, das gute Teil. Ich drücke mal einfach den Reset-Knopf, dann können wir noch mal gucken, wie er hochfährt. Ich mache dazu eine kurze Erläuterung. Das ist der Beginn des sogenannten Selbsttesters. Ich glaube, ACT oder so heißt der. Ja. Dann werden hier die Abfragen gemacht, ob das Keyboard dran ist, Graphics und so weiter und so fort. Bei PIC kann man jetzt nochmal auf die Festplatte zugreifen, beziehungsweise Betriebssystem laden. Da brauchen wir jetzt erstmal alles nicht. Hier sind die einzelnen Laufwerke. Hier ist auch das mit dem No Ready, was ich sagte, bei den Floppies. Ja, und das Go bei der Festplatte. Jetzt werden die Treiber geladen, die zum weiteren Arbeiten mit dem Betriebssystem DCP 3.3 notwendig sind. Dann will er von mir noch wissen, die Systemzeit. Können wir einfach Enter drücken und schon jetzt weiter. Die Uhr wird geladen. Dann noch einige Spezifika für den Anschluss COM3, wie viel baut und so weiter und so fort. Und wir haben den Einschaltprompt C. So, ja, Einschaltprompt C. Aber wir befinden uns jetzt also auf der Festplatte. Ja, vielleicht ganz gut so zur Auffrischung oder als Neues für die etwas Jüngeren. Wir haben natürlich auch hier noch Disketten. Ja, natürlich vom VEB Commodore Robotron. Das sind Commodore. Disketten, das ist vom Prinzip her egal. Ja, wie gesagt, man muss eben bloß darauf achten, dass das diese SDDD-Disketten sind, also keine HD oder sonst irgendwas. Das ist die einzige Voraussetzung und die müssen 48 dpi haben und natürlich 525 Zoll. Dann schmeißen wir das gute Teil mal hier rein. Wir haben ja zwei Laufwerke. Wobei wichtig ist, das obere Laufwerk ist bei dem hier das sogenannte Bootlaufwerk. Also wenn ihr mal Festplatte versaut habt, aber die Diskettenlaufwerke funktionieren noch und ihr habt eine Bootdiskette, dann immer von Laufwerk A, also dem oberen, starten, das ganze Ding. So, jetzt wechseln wir einfach mal in das Diskettenlaufwerk und zwar mit dem Befehl A Doppelpunkt und natürlich Enter. Und sind jetzt hier mit dem Prompt. Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Das sieht irgendwie so komisch aus auf dem Bild. Na gut, wenn nicht, müssen wir nochmal neu drehen. Wie gesagt, wir sind jetzt praktisch auf der Diskette und geben dort mal den Befehl dir ein. Hatten wir ja in den letzten Folgen gehabt. Dir für Directory. Enter nicht vergessen. Und wir sehen jetzt hier den Inhalt der Diskette. So, nun ist das aber keine Datei hier, diese Siebe, sondern das ist ein Verzeichnis. Nun ist natürlich die Frage, wie komme ich jetzt in das Verzeichnis rein? Muss man ganz ehrlich gesagt uns auch wieder belesen, ja, weil das ist zu lange her. Ja, wann habe ich oder wann haben wir das letzte Mal damit gearbeitet? Das ist nun mittlerweile über 35 Jahre her. Man gibt einfach ein CD ein, ein Freizeichen. So. Ja, wie gesagt, CD, Freizeichen, dann einen sogenannten Slash und Siebe, Enter nicht vergessen, und ist jetzt in dem Verzeichnis drin. Jetzt kann man wieder den berühmten Befehl dir einnehmen. Übrigens, wenn man das nicht alles auf jeden Schlag lesen will, kann, sonst irgendwas, gibt es einen kleinen Trick. Dir, dann
nehmen wir einfach hier einen Schrägstrich und den Buchstaben W. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Jetzt haben wir alle Dateien nebeneinander. Also nicht alle, sondern immer in Fünferblöcken. Ja, haben wir die Dateien nebeneinander. Liest sich natürlich besser. Mal zum Vergleich mit dem normalen Dir-Befehl. Ja, da steht das jetzt alles untereinander. Ist natürlich sehr unübersichtlich. Aber wie gesagt, ist ein kleiner Trick. Steht dann unten im Buch drin und dann passt das schon. So, nun hat er ganz schön zu tun hier. Ja. Obwohl es nur ein Programm ist da draußen. Das ist eigentlich ja kein richtiges Programm. Das ist eigentlich mehr oder weniger wie so eine Art Handbuch. Ja. Dazu gehen wir jetzt einfach mal ein Siebe. Wir sind also immer noch im Verzeichnis 7 und die Datei, die wir haben wollen, heißt auch 7 und drücken mal Enter. Und schon begrüßt er uns hier. Ja, jetzt fängt es natürlich an zu flimmern, ist klar, hatte ich schon mal irgendwo erklärt. Ja, das hängt vom Prinzip her hier mit den Auflösungen überein. Aber ich hoffe, das kann man so halbwegs lesen, Robotron. Ja, zacki. So, 7, was ist das? Das ist ein sachgebietsorientiertes Informations- und Beratungseinrichtung vom Robotron-Projekt in Dresden. Ja, dann schon. Aber stehen schöne Sachen drin. Nicht verwundert sein, hat es ja schon erklärt. Hier ist immer der AC7150 beschrieben. Ja, wie gesagt, man hat das im Rahmen des RGW, also des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, hat man ein einheitliches Computersystem entwickelt und hat den eigentlichen Rechnern, Recheneinheiten und so weiter und so fort einheitliche für den gesamten RGW verbindlichen Namen oder Namen vergeben. Tja, das war es eigentlich schon. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da groß erzählen soll. Wir könnten jetzt noch über die Aufteilung der Festplatte uns unterhalten. Machen wir vielleicht noch ein zweites Filmchen dazu. Das, was ich vorhin auch vergessen habe, das kriegen wir aber erst. Das ist ein Grafiktablett. Ja, unsere Ausführung hier vom CM1910. Das Ding ist grafikfähig und da gibt es extra einen Anschluss an der Seite. Das ist dieser, wahrscheinlich dieser COM3, wo man ein Grafiktablett anschließen kann. Ja, kriegen wir auch. Wunderschön, freuen wir uns schon drauf. Das, was uns natürlich noch fehlen würde, ja, darf ich gar nicht dran denken, das wäre ein Plotter. Ihr habt es auch von Robotron. Ja, müsste ich jetzt nehmen, 6411 oder 18, irgend so war da gewesen. Ja, der eine ist 45 Kilo schwer, wenn man den Anleitungen glauben darf, und der andere gerade mal 11 Kilo, deswegen ist der 18er wärmstlieber. Aus verständlichen Gründen. Gut. Da war es erstmal so weit hier, so ein Robotron. Ja. Ach, was ich auch noch vergessen habe zu sagen. Seht ihr, das kommt dann immer alles so im Nachhinein. Die westlichen Computerschneider, wie sie alle hießen, ja, die hatten ein sogenanntes Mainboard. Ja, das heißt also Mainboard, dort kamen dann die einzelnen Platinen, Grafikplatine und so weiter und so fort. Da kamen da alle drin, inklusive MFM. Controller, das ist nämlich der, arbeitet hier auf dem MFM-Prinzip, also nicht IDE oder SATA oder irgend so was. Nee, MFM, also dann mit 2 Datenleitungen und eine Stromleitung, insgesamt also 3 Leitungen. Ja, Flachbandkabel sind 2 und das andere sind normale Drähtchen. Ja, wie gesagt, MFM-Prinzip. So. Das hatte ich ja gesagt, die westlichen Teile, hier Schneider, IBM und wie sie alle hießen, die hatten größtenteils ein Mainboard, hat der hier nicht. Hier hat man das ganz einfach gemacht, man hat praktisch 2 Leiterplatten in dem Gerät drin. Da sind Buchsen drauf, ja, ich sag mal jetzt EFS-Buchsen, so hießen die Dinger, ja, und dort wurden die Platinen praktisch reingesteckt und bildeten, oder diese Grundplatinen bildeten sogenannte Bussystem. Bus ist klar, eine Seite einsteigen, irgendwo ein Stück gefahren auf der Leiterbahn und andere Seite wieder aussteigen. Also war um das ganz einfach und
bisschen kindgerecht zu erklären. Die Älteren wissen natürlich, was das ist, was ich damit auch meine. Ja, wie gesagt, sind wir ganz stolz, betriebsfähig, funktioniert. Grafiktablett kommt, Plotter wäre natürlich sehr schön. Ja, das war's. Wenn ihr Fragen, Hinweise, Meinungen und so weiter habt, schreibt das irgendwo in die Kommentare. Wenn ihr ja nichts habt, ist in Ordnung. Ja, vergesst euer Däumchen nicht, egal ob es euch gefallen hat, ob es nicht gefallen hat. Und natürlich ein Abo. Abo. Herzlichen Dank. Wir haben 2200 paar zerquetschte Abonnenten. Oh, sieht man, scheint Interesse da zu sein und das freut uns natürlich. Ja, auch wenn wir mit den Abonnenten kein Geld verdienen. Ja, unser Kanal ist nicht werbefähig, aber mehr mitgeteilt. Aber ist egal, wir machen das auch Spaß an der Freude. Bisschen Geld wäre natürlich nicht schlecht gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre rüber in der Sammlung, hätten wir irgendwelche neuen Projekte gestartet oder sonst irgendwas. Ja, und naja, was nicht ist, ist nicht. So, dann bleibt gesund und munter. Lasst euch von der Regierung nicht ärgern. Beziehungsweise von den Landtagen oder sonst irgendwas. Wie gesagt, wir sehen uns wieder hier auf dem Kanal bei den Blaulicht- und Oldtimer-Freunden Märkisch-Oderland mit Sitz in Eckersdorf bei Strausberg. Tschüss!